Mani Mütze wird immer noch gesucht. 1.000 Euro Belohnung. Mensch, die müssen den doch jetzt endlich mal finden. Die Kinder haben richtig Spaß mit ihrer Hütte. Wir machen die Seite hier mit dem Brett zu. Ja. Cool, jetzt ist das schon richtig gemütlich. Ja, es ist total gut geworden. Ja, wir müssen auch eine Falle bauen. Eine Falle, ja. Hier graben wir. Ich denke, das ist tief genug, oder? Ja, und jetzt decken wir das Loch gut mit zwei Monos zu. Ich finde es richtig gut. Ich auch. Ich auch. Was machen denn unsere Nachbarn? Ich sehe Frau Meier. Sie hängt Wäsche auf. Waldi hat die frische Wäsche umgeworfen. Lass mich auch mal gucken, Lena. Ah ja, das sieht lustig aus. Euer Opa erntet Gemüse. Aber Moment mal, das ist doch gar nicht euer Opa. Jetzt will ich mal schauen. Nein, das ist nicht Opa. Das ist ein fremder Mann. Der holt sich Opas Gemüse. Nein, das müssen wir Mama sagen. Mama, Mama! Ein fremder Mann holt sich Opas Gemüse. Wo? Na, im Gemüsegarten. Wo sonst? Tatsächlich. Was macht denn der da? Aber jetzt muss ich mal was nachschauen. Ja, der sieht genauso aus wie auf dem Foto hier. Das ist Manni Mütze, der gesuchte Verbrecher. Ihr bleibt jetzt schön hier drin und ich rufe die Polizei. Overbeck? Martin, Manni Mütze plündert Opas Gemüsegarten. Was? Wir sind sofort da. Martin! Ja, Nicole, was ist? Der ist schon wieder weg. Mist, aber wir schauen uns hier trotzdem nochmal genauer um. Lecker. Endlich mal wieder was zu essen. Hatte ich jetzt einen Hunger. Das war so lecker. Da hole ich mir nochmal was. Da gab's nämlich noch einiges mehr in diesem Garten. Ich kann nichts entdecken. Aber ich schätze, der ist dahinter in den Wald geflüchtet. Wir müssen die Gegend absuchen. Hier ist er jedenfalls tatsächlich nicht mehr. Wenn ihr nochmal etwas Auffälliges bemerkt, ruft mich wieder sofort an. Ja klar, das machen wir. Ich sehe da hinten wieder eine blaue Mütze. Ja, er ist wieder da. Komm sofort, er ist wieder im Garten. Alles klar, danke, ich komme. Lecker, da nehme ich auch noch was mit. Stimmt doch irgendwas nicht. Mama, der Verbrecher hat sich im Schuppen versteckt. Das gibt's doch nicht, jetzt ist er schon wieder weg. Der ist im Schuppen, im Schuppen. Im Schuppen, alles klar. Oh nein, Onkel Martin ist in unsere Falle getappt. Wir müssen ihm helfen. Wir helfen dir gleich, Martin. So, zu. So, komm raus, Martin. Danke. Mensch, Kinder, ihr sollt doch im Garten keine Löcher graben. Ja, das tut uns leid. Und jetzt wisst ihr auch warum. Es fällt nämlich meistens der Falsche rein. Aber jetzt nehme ich erstmal Manni Mütze fest. Und das Gemüse bleibt hier, Manni.
Hier ist eure Belohnung. 1000 Euro. Wow! Die müsst ihr euch jetzt aufteilen. Danke! Wow, nicht schlecht. Was wollt ihr damit machen, Mädels? Wir wollen ein super tolles Baumhaus haben. Ja, damit wir noch mehr Verbrecher schnappen können. Oh nein, bitte nicht. Sonst muss ich ja ständig Angst um euch haben. Ich empfehle euch dieses Video von uns. Und wenn ihr bei mir klickt, könnt ihr uns abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.